originali. In questo episodio di Lingue Originali, come è ormai tradizione il sabato sera per chi ci ascolta in streaming e in podcast, il secondo episodio ad essere pubblicato ogni settimana, parliamo tedesco, non io, non Dario Albertini che vi dà il benvenuto o il bentornati, ma Nadia Meroni, la nostra lettrice. Lo scorso mese ci siamo occupati di Anne Stern e abbiamo sfogliato parte di La signorina Gould, un'ostetrica a Berlino. Oggi ci occupiamo di un'altra Stern, Carola Stern, ma non sono parenti, o meglio, non erano parenti. Anzi, avremo da dirvi qualcosa riguardo il nome di questa autrice, Carola Stern, perché non è il suo. Si tratta di uno pseudonimo e la storia che ha portato l'autrice a sceglierlo, ve la racconteremo nel prossimo episodio. Quindi pochissime note su Carola Stern in questa prima puntata del mese. Vi dico che nacque nel 1925, il 14 novembre, ed è morta il 19 gennaio del 2006, 4 anni dopo aver pubblicato la sua biografia il cui titolo in italiano è Doppelleben, la doppia vita, ed è appunto di Carola Stern. Cosa dirvi subito di Carola Stern? Beh, personaggio complesso. Si era inventata come giornalista, come autrice e anche come conduttrice televisiva, ma ha avuto anche una intensa e battagliera vita politica. Inquadriamo il contesto: c'era ancora la Germania Est in contrapposizione alla Germania Ovest, e dalla Germania Est alla Germania Ovest Carola Stern si trasferì nel 1951 in Germania. È stata cofondatrice della sede locale di Amnesty International. Allora, cominciamo ad ascoltare questo libro. Lo facciamo con Nadia Meroni. Il libro si intitola Doppelleben e oggi entriamo fra le pagine di Chi sono io? Vi dico subito, non sono riuscito a trovare di Doppelleben una versione in italiano, ma solo in tedesco. La trovate sulle principali piattaforme dove si vendono libri, compresa Amazon. Ma non pensate, come invece è stato per Anne Stern, di poterne trovare la versione in italiano. Doppelleben, Carola Stern, dalla voce di Nadia Meroni, il primo estratto. Buon ascolto. Aufgewachsen in der Welt der Ja-Sager auf der Insel Usedom, heuert die einstige Jungmädelführerin Erika Asmus nach Kriegsende in einem Raketeninstitut der Russen im Harz als Bibliothekarin an. Doch wenige Monate später erhalten die deutschen Spezialisten, die schon an der Wunderwaffe des Führers mitgearbeitet hatten, den Marschbefehl in die UdSSR. Eka bleibt in der damaligen SBZ, träumt vom kleinen bescheulichen Glück und lässt sich zu Lehrerin ausbilden. Dort dann taucht ein Mr. Becker vom amerikanischen Geheimdienst auf und ihr Leben nimmt fortan einen ganz anderen Verlauf. Die Amerikaner versprechen, Ekas kranke Mutter medizinisch zu versorgen. Eka soll dafür in die SED eintreten. 1950 wird sie als hoffnungsvoller kommunistischer Nachwuchs auf die Parteihochschule geschickt. In einem Klima der Warnungen vor Verschwörung und Verrat lernt sie die kommunistischen Phrasen und Parolen, aber nicht den Glauben an die Partei. Doch eines Tages wird sie denunziert. Sie flüchtet nach West-Berlin, wo sie sich als
Studentin bald einen Ruf als DDR-Expertin erwirbt. Unter dem Pseudonym Carola Stern beginnt sie zu schreiben und entgeht zwei Entführungsversuche der Stasi. Sie wird Assistentin am Institut für politische Wissenschaft, aber mit dem Leben in der freien Welt kommt sie nicht zurecht. Von einer tiefen Lebenskrise heimgesucht, erkennt sie, dass man lernen muss, mit der Angst zu leben. 1960 beginnt das dritte Leben der Carola Stern, ihre besten Jahre. Sie arbeitet für den Verlag Kiepenheuer und Witsch und wird dann Journalistin beim WDR. Mit den Heinemanns und Gollwitzers schließt sie Freundschaft. Mit Gerd Ruge gründete sie Amnesty International und mit Böll und Grass die Zeitschrift L76. Als engagierte Publizistin trägt sie entscheidend zur Demokratiefähigkeit der Bundesrepublik bei. Wer bin ich? Wer bin ich? Eine, die fast so viele Namen wie Berufe hatte. Als Landarbeiterin auf dem Eisfeld und Lehrerin im Märkischen lernte mich die Leute kennen. Als Bibliothekarin eines Raketenforschungsinstituts im Südharz und Funktionärin in Potsdam und Kleinmarnow, als Studentin, Assistentin und Journalistin, anschließend in West-Berlin. In Köln gehörte ich zu den Verlagslektoren, den Gründern einer Zeitschrift und verbrachte meine glücklichsten Berufsjahre im WDR. Geschrieben hatte ich immer, aber erst als Rentnerin beschloss ich, Schriftstellerin zu werden. In Halbeck, auf der schönen Insel Usedom, gab mir meine Mutter einen Blumennamen, weil mein Vater alles Grüne liebte. So kam ich als Erika Asmus auf die Welt. Eka rief mich Mutter, in der Schule hatten wir ein diebisches Vergnügen daran, uns mit Hilfe unserer Namen in andere Wesen zu verwandeln, und so erklärte sich, dass mich meine Freundinnen oft Akiresumsa nannten und ich Feriengrüße einfach als Akire unterschrieb. Doch da wir fürchteten, Gewitzte könnten der Umkehrregel auf die Schliche kommen und mich in irgendeinem Film der Geheimcode eine Dame tief beeindruckte, der nur aus seinen Buchstaben bestand, meldete ich mich an Freundinnen aus Türen künftig einfach nur mit »Hier ist E«. Und so hält es auch die 75-Jährigen, wenn sie die Schulfreundinnen in Heringsdorf anruft. Zugegeben, hübsch klingt das nicht, doch nach 7 Jahrzehnten wechselt man nicht mehr Erkennungszeichen. In Berlin der 50er Jahre verschwand das Fräulein Hasmus langsam vor der Bildschirm. Als man mich bat, mit einem Pseudonym zuzulegen, entschied ich mich damals, auf die 30 zu gehen für Carola Stern. Ein Zeitlang existierten die beiden Damen friedlich nebeneinander. Doch mit der Zeit zog sich die eine zurück in einen kleinen Kreis von Verwandten und sehr alten Freunden. Erika Hasmus kannte kaum noch einer. Carola Stern hingegen trieb es in das öffentliche Leben, in den Hörfunk, vor die Fernsehkamera. Seitdem traf ich immer wieder Leute, die diesen Namen oder mich irgendwie zu kennen glaubten. Im Gasteinertal rief ein Tischnachbar erfreut: »Ach, die Frau Carola aus dem Stern!« Beschwichtigt streckte seine Frau die Hand herüber. »Nichts für ungut, Frau Carola. Mein Ludwig sieht nur selten fern, doch ich habe sie schon oft in diesem ulkigen Rattenspiel beim CDF gesehen.« Hartnäckig meinem Einspruch trotzten, hielt die Dame bis zum letzten Urlaubstag an dieser Überzeugung fest. Fragt mich einer im Speisewagen zwischen Köln und Münster, wie es auf den Fidschi-Inseln sei, wusste ich gleich, der verwechselte mich mal wieder mit der Volksschauspielerin Trude Herr, die oft in die Südsee reiste. Kam mir eine lyrische Deklamierte: »Zeit, Randweg, war hell, flussdunkel«, und sprach bedeutungsvoll von Päonien, Geckos und Kykladen, wusste ich, jetzt bin ich wieder mal die Margarete Hansmann, die Gedichte schreibt, in Stuttgart lebt
und ungefähr die gleichen Funde wie wir beiden anderen auf die Waage bringt. Man wird sich vorstellen können, wie gut mir jener Taxifahrer tat, der mich fernsehend richtig bei den ersten Dingen einzuordnen wusste, von meinen Auftritten mit Achtung und Bewunderung sprach und zum Abschied fröhlich rief: Auf Wiedersehen, Frau Krause-Brewer. So lebte ich vor mich hin und musste wählen, ob ich dabei häufig der Verwechslung unterliegen, Menschen irgendwie bekannt vorkommen oder lieber eine unbekannte Bürgerin sein wollte. Doch muss ich eingestehen, dass auch das mit Nachteilen verbunden war. Zum Beispiel bei den Fernsehaufnahmen auf der kleinen Kölner Fähre. Für einen Film zu meinem 65. Geburtstag hatte ich die Redakteurin ausgedacht, mich in der Abenddämmerung den Ufweg am Rhein entlang radeln und dann links in der Fährenfahrt einbiegen zu lassen. Vor mir auf dem Schiff das Fernsehteam. Klappe, Kamera läuft. Kaum war ich losgefahren, stürzten zwei ältere Herren auf mich zu und zerrten mich vom Rad. Oma, verschwinde oder stell dein Rad ab und guck zu. Hier wird ein Film über eine berühmte Frau gedreht. Und da radelst du direkt ins Bild. Nach weiteren Versuchen wechselnder Zuschauergruppen eine zu erwartende Berühmtheit von einer dazwischen radelnden Oma zu beschützen, gab der Produzent das Unternehmen auf. Die Fernszene wird gestrichen. So geschah. Eines Tages tauchte nun nicht mehr die Jüngste, das Fräulein Asmus, wieder auf. In seinem Haushang ließ das Standesamt Köln-Sylt die Leute wissen, ein Heinz Zöger wolle eine Erika Asmus freien. Das war insofern ungenau, als der künftige Ehemann in Carola Stern verliebt, die Asmus gar nicht kannte. Die Bürokraten wollten das nicht gelten lassen und diktierten, dass ich künftig Erika Zöger sein sollte. Aber wer will denn mit 40 nochmals seinen Namen wechseln? Karlchen, mach dir nichts draus, tröstete der Ehemann. Und so kam seine Frau dazu, im zärtlichen Geplänkel auch noch wie ein Jüngelchen genannt zu werden. Erika, auch Eka, Eri, E, Akire, Karlchen, Asmus, Stern und Zöger. Wie möchte ich am Ende heißen? So wie mich mein Mann rief. Carola Stern, die Post ist da. Doppelleben di Carola Stern. Chi sono io? Questo è il titolo del primo estratto propostoci da Nadia Meroni a Lingue Originali. La prossima settimana, sempre sabato, un altro estratto, ma vi ricordo come sempre che Lingue Originali vi dà appuntamento innanzitutto il venerdì con Marco Piovazza per la letteratura in lingua inglese e poi al sabato alle 22 con Barbara Marchand per quella in lingua francese. Dario Albertini a introdurre le puntate dedicate all'inglese e al tedesco. Barbara Marchand fa benissimo da sé. Grazie per l'ascolto. Lingue Originali, edizione dedicata alla letteratura tedesca con Nadia Meroni e Dario Albertini, sabato prossimo alle 22. Ciao. Lingue Originali.